Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir machen hier ganz fix noch ein Bild, ein Foto von unserem Energiehäuschen. Das sieht aber ungewöhnlich aus gerade, egal. Wir können ja so tun, als wären wir überrascht. Und als würden wir das mögen, überrascht zu sein. Ein bisschen mehr Licht. Und der Rahmen. Okay, so machen wir es. Peng. Und dann geht's jetzt weiter zum... Wo geht's jetzt hin? Ja, wir haben da oben Aufgaben, ne? Novizen, Novizin der Mysterien. Und das machen wir jetzt. Lassen wir das doch erstmal mit den... das heißt, wir sollten ein paar Sachen vielleicht ablegen. Und da fällt mir doch... Wir kommen hier nicht weg. Da fällt mir doch noch was ein. Ja, das muss ja nicht unnötig jetzt hier rumgären. Wir können auch hier in den Gärbottich auch noch irgendwie Nuka-Schein reinpacken. Warum ist das jetzt auf einmal so durcheinander alles? Wir haben doch so viel Nuka-Schein gemacht. Wo ist denn das alles? Ach, gärungsfähig. Ist schon drin. Das ist schön. Das wurde jetzt hier also extra markiert. Warum hier jetzt alles angezeigt wird an Getränken, weiß ich auch nicht so genau. Nuka-Schein Vintage braucht nicht drin zu sein. Bier, Bourbon, Whisky gärungsfähig und Bier passt nicht mehr. Warum? Warum? Hier ist doch Alkohol 8 und wir haben doch noch Platz. Ich verstehe das immer noch nicht hier so richtig. Jetzt geht's rein. Mit dem ganzen System hier. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 8. Zähle hier nur 8. Achso, hier unten sind noch, ist noch eins. 9, okay. Können wir denn noch was brauen? Sonst machen wir das eben, damit der Gärbottich hier wenigstens voll ist. Nuka-Schein wäre mir ja am liebsten. Aber was anderes geht auch. Das hier zum Beispiel. Der Bleichampagner Bellini. Was brauchen wir dafür? Bleichampagner Vintage. Haben wir doch gar nicht die Rezeptur. Wofür? Naja, wir bekommen auch die andere Rezeptur nicht, weil wir schleichen können, wenn wir Wein getrunken haben, so viel wir wollen. Wir können das hier nicht abschließen. Teste A, Beweglichkeit, während du unter dem Einfluss von Wein stehst. Trinke Wein frisch. Haben wir 3 oder 4 Mal schon gemacht, uns angeschlichen. Mit Waffe, mit Nahkampfwaffe und mit Schrotgewehr mal. Hat immer angezeigt, wurde immer angezeigt, doppelter Schaden für Nahkampfangriff. Beide waren sie abgemurkst, aber es ging hier nicht weiter. Also wir sollen den Wein trinken, haben wir gemacht. Und dann steht hier, ja, mache einen Nahkampfangriff beim Schleichen. Also, ja. Geht nicht, geht nicht. Normalerweise sage ich ja immer, geht nicht, gibt's nicht. So, ein Klingenkorn, 2 Klingenkorn, 1 Mais brauchen wir. Okay, das machen wir dann nochmal. Aber wenn wir jetzt aufs Feld gehen... Ach komm, wir machen das nicht. Wir hauen jetzt ab von hier. Ja? Denn wenn wir jetzt aufs Feld gehen, dann... Ach so. Dann startet sofort wieder die Quest und am Ende sitzen wir da wieder 3, 4 Folgen oder was? Ich glaube... 7 Folgen, eine ganze Woche hingen wir da jetzt fest, weil die Quest nicht weiterging. Also demnächst einfach rausgehen, wieder reingehen, müssen wir uns unbedingt merken. Und dann geht's auch weiter mit der Quest. Ach, wieso? Moment, wieso haben wir das jetzt bei uns hier im Inventar? Ich meine, so ist das ja richtig. Am Anfang hatte ich so gedacht. Nur letztens, als wir das da hin und her geschoben haben... Da war es nicht bei uns im Inventar, sondern in der Kiste. Hm. Ja, man lernt nie aus. Da hat man doch immer was Neues zu lernen hier. Wein, Whisky. Wodka lassen wir mal hier, genau. Das brauchen wir für harte Limonade. Was brauchen wir sonst noch? Maulwurfsrattenhappen.
trinken wir. Essen wir, meine ich. Bourbon. Tja, weiß ich nicht. Eigentlich würde ich ja doch schon ganz gerne so alles an Alkoholika hier drin lassen, weil wir das wahrscheinlich dann für die L-Mission brauchen. Und dann machen wir das auch so. Mit dem Rausch, da war auch noch irgendwie was gepatcht worden. Ja, wie gesagt, das war ein gigantischer Patch. Ich weiß, ich rede jetzt schon seit zwei Wochen, seit ja fast zwei Wochen darüber. Lasst mir doch meine Begeisterung. So, wir können das mit dem Wein ja gerne nochmal ausprobieren. Also einmal machen wir es noch, ein Wein lassen wir uns irgendwie hier drin. Na, vielleicht erfahren wir ja noch irgendwas, wie das anders lösbar ist. So, jetzt aber endlich. Novizin der Mysterien. Halt, wir haben kein Symbol auf dem Radar. Warum? Weil wir immer noch jemanden abmurksen sollen, verdiene dir das Schwert von Bastet, verdiene dir die Stimme von Seth, beherrsche die Werkzeuge der Herrin der Mysterien. Ich hätte ganz gerne nämlich die Stimme von Seth noch gemacht, bevor wir wieder zurückkehren. Nämlich das Schmieden einer Legende. Ich habe ein historisches Schwert gefunden und mit dem Schwunganalysator Daten zu meiner Kampfleistung gesammelt. Nun muss ich es zum Hersteller zurückbringen, um daraus mein Schwert von Bastet schmieden zu können. Ja. Das hier können wir nicht machen. Doch. Wo haben wir denn das? Das haben wir doch gar nicht bekommen. Die Stimme von Seth haben wir noch gar nicht geholt. Die Stimme von Seth ist die Kultwaffe der Herrin. Ich muss zum Hersteller zurückkehren und die Daten hochladen, die ich mit dem Holoband von Projekt Siphon, ach das war das, gesammelt habe, um sie anschließend zu analysieren. Ach so, ja, dann sind wir ja fertig. Ich weiß gar nicht. Das Schmieden der Legende. Ja, die drei können wir alle machen jetzt. Dann haben wir die fertig. Oh, was ich mich freue. Ja, dann mal los. Jetzt haben wir auch eine Markierung unten. Sehr schön. Wir lassen uns hier vom Friedhof gar nicht beeinflussen. Da waren wir im Let's Play Together schon oft. Da sind ziemlich viele Stechflügler. Bleifliegen, wie man sieht. Und Stechflügler und vor allem Blutkäfer wären gut für Säure, für Limonade. Och, endlich geht's weiter. Mann, Mann, Mann. Ich dachte schon, das wird in dieser Aufnahmesitzung nichts mehr für mich. Ich hatte schon befürchtet, wir bleiben immer an unserem Feld sitzen. Haben wir denn jetzt genug gebrannt? Das sollten wir auf dem Rückweg. Oh, können wir auch gar nicht nehmen. Denn daraus können wir, glaube ich, auch irgendwas herstellen. Irgendein Rezept werden wir schon haben dafür, glaube ich. Holzreste, ja, die können wir nachher alle wegwerfen. Haben wir eigentlich unser Inventar aufgeräumt? Ja, ein bisschen, glaube ich. Ach, die Brombeeren, ja, tut mir leid. Auf dem Rückweg. Dann können wir die schon aufs Feld pflanzen. Was haben wir denn hier für Nöte? Ach, das ist dieses Pfadfinder-Camp, glaube ich, das wir hier haben. Aber gut zu wissen, dass hier oben Brombeeren wachsen. Nächste Woche geht es erstmal richtig los. Wir haben jetzt den 10. mittlerweile. Am 9. kam der Patch 8 raus, also die Version 1.1.2.9. Die hat gleichzeitig dann vorbereitet schon mal auf so ein paar andere Sachen, die kommen werden, und nächste Woche soll noch was rauskommen. Am 16. Aber was war das? Neue Händler oder was war das? Gerade wusste ich es noch. Mit Patch 9 soll dann endlich der Verkaufsautomat kommen. Ach, ich glaube, diese Kamera soll auch kommen. Und ach nein, genau, am 16. soll eben eine Dungeon kommen unter Harper's Ferry. Ganz neu. Also da soll man dann auch in eine Höhle gehen können. Soll allerdings für Singleplayer sehr, sehr schwer sein.
Und da sollte man sich schon eher ein Team suchen, mit dem man da reingeht. Aber ja, okay. Wir werden es wahrscheinlich auch so versuchen. Ah, wobei, Harper's Ferry an sich ist ja schon heftig. Bis wir so weit sind, dass wir da hingehen können. Aber ich finde, die Waffen, die wir jetzt haben, die sind gar nicht so schlecht. Die sind schon richtig gut. Unsere Axt, was kann die? Ja, wir sollten mal hier unsere Kleidung auch langsam umbenennen schon mal. Grocknaxt, Axt, Stufe 30. Könnte ja mehr sein, aber ich finde die richtig gut. Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Ach ja, wir haben auch noch eine andere Grocknax-Axt. Aber die sieht irgendwie gut aus, liegt gut in der Hand. Naja, in den Händen. Schneller wäre die Machete, aber wir haben noch keine... Also, ich habe jetzt keine Machete gefunden, die ich da eintauschen könnte dagegen. Haben wir das hier ausgerüstet mal, den Säbel? Sammelt Daten über deine Kampfhandlung und Schwünge. Sollen wir mal ein Kleidungsstück mal versuchen auszutauschen? Ich weiß aber nicht, was was ist. Auszutauschen, also den Namen auszutauschen, um zu benennen. Was ist das denn? Rechter Arm. Ah, das machen wir ein andermal. Da muss ich mir noch überlegen, was war hier ein Redhirsch? Redhirsch-Kuh. Egal, wir können ja schnell rennen, wenn irgendwas passieren sollte. Ein System, ja, wir werden das System aus Fallout 4 natürlich nehmen. So, wie wir das da so gemacht haben. Oh, ein Airdrop? Da kommen wir ja mal gucken. Kupfer? Ja. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Ach, Mann, oh Mann. Ich wechsle die ganze Zeit die Waffe, das geht nicht. Im Kampf können wir einfach keine Waffen wechseln hier. Die sind echt besser geworden. Die können ausweichen jetzt und so. Und was ist das für ein komischer Klumpen? Könnte mal ein Vertibird gewesen sein. Zack, gleich überladen. Ach, sind wir hier gelandet? Jetzt ehrlich? Oh. Sollen wir dann nochmal zum Händler? Naja, wir sind an der Teekanne gleich wieder. Na, wunderbar. Aber diese Zufallsbegegnungen, die werden dann öfter gewechselt als die Händler zum Beispiel. Ich kann einfach nicht die Waffe wechseln, wenn hier irgendwas in der Nähe ist. Jetzt geht's. Das ist aber ein Ding. Jo, muss man sich dran gewöhnen. Vorher, vor dem Kampf, schon immer die richtige Waffe auswählen. Ja, das ist wahrscheinlich... Ja, deswegen ist PvP auch Quatsch für mich. Ich meine, sowieso habe ich da nichts für übrig. Aber selbst wenn ich es machen wollte, die Leute mit einem besseren PC, die dann auch wirklich die Waffe wechseln können oder Stimpacks nehmen können oder was, wo das alles so richtig funktioniert. Ja, natürlich. Halt, halt, halt. Warum ist das denn wieder zu? So. Ja, die dann richtig so schnell einen PC haben und dann auch ordentlich die Sachen wechseln können, Stimpacks nehmen können und so. Bei uns reagiert das ja alles gar nicht im Kampf. Ja, also die haben dann ganz klar auch einen Vorteil. Deswegen, wir brauchen uns da auch jetzt um richtig schwere Aufgaben, so die Brandbestie besiegen oder so. Das brauchen wir gar nicht zu machen. Denn da muss das schon flüssig laufen, um sowas zu schaffen. Ja.
Ja, hätten wir in der letzten Aufnahmesitzung diese täglichen Challenges geschafft, dann hätten wir sogar zwei tägliche Challenges diesmal bekommen, also Zusatzatome. Aber da ist man ja schon täglich, das ist ja wirklich täglich, da ist man ja wirklich den ganzen Tag, da sitzt man ja 8 Stunden oder wie lange dran, hier an diesen Challenges. Beanspruche eine Werkstatt, okay, das haben wir gemacht. Aber während eines Strahlensturms eine leuchtende Kreatur zu erledigen, da muss man erstmal einen Strahlensturm finden. Wir haben überhaupt in der ganzen Spielzeit erst 2, 3 Strahlenstürme erlebt und das mit unterschiedlichen Charakteren. Also zusammen mit Sacrifice war unser erster, das war sehr beeindruckend. Ich glaube, mit Sarah haben wir auch mal einen erlebt und letztens haben wir, ja, 3 haben wir erst erlebt. Oder 4, ich meine 4, irgendwo hatten wir schon mal einen. Ah, wie auch immer. Ja, erlebt man ja nie, also kann man das auch gar nicht hier machen. Töte Red-Ameisen, während du Red-Ameisen-Lager berauscht bist. Das kam wieder rein, das war schon mal vor 2, 3 Tagen drin. Und das Event, die Schlacht, die es niemals gab. Ja, wir müssen erstmal ein historisches Outfit tragen, finden. Die höhere Stufe 3-mal erreichen. Ja, das mit der Fastnachtsmaske. Also 1-mal werden wir wohl schaffen. Am Tag 3 Stufen aufsteigen am Tag. Ja, da ist man doch schon 14, 15 Stunden hier beschäftigt. Das kann man doch nicht mal eben in 20 Minuten oder einer Stunde oder so erledigen. Wo rennen wir denn eigentlich rum? Hier. Und wir wollen... Echt? Riverside Manor? Lade die Details... Ach so, ich dachte, ich habe das jetzt verwechselt hier mit Whitespring. Riverside Manor, ja. Lade also die Daten in den Hersteller hoch. Alles gut. Aber warum sind wir so weit weg? Wir gehen hier außen rum. Sollen wir hier nicht nochmal zum Camp McClintock hin? Wegen ballistischer Faser oder so? Versteck ist voll. Ach. Ja, ist schon wieder Schrott. So viel Schrott drin. Holzreste brauchen wir da drin noch nicht so viele. Echt? Die wiegen jetzt so viel? Stahl brauchen wir auch nicht so viel. Also wenn man so 100 von jedem Schrott hat hier drin, das ist auch das Lager voll. Ja, man muss eben umdenken ein wenig. Unbearbeiteter Stoff. Das hat ja gar kein Gewicht. Das hätten wir uns jetzt auch sparen können. Dann. Ja, sehen wir eben zu, dass wir hier so die vernünftigen Sachen reinkriegen. Alkohol, sowas brauchen wir doch immer da drin. Kleidung, weil wir die sammeln. So, dann schmeißen wir jetzt Holz und Stahl eben mal weg hier. Könnte man aber auch gut zu großen Paketen schnüren und dann verkaufen. Ja, aber im Moment brauchen wir längere Zeit nicht mehr hin zum Verkaufen. Also in dieser Aufnahmesitzung sicherlich nicht mehr. Und Holz finden wir doch schnell wieder viel. Oh, war ja gar nicht so viel. Warum sind wir noch so überladen? Ach, wir haben schon wieder Munition oder sowas eingesammelt. Werden wir auch irgendwann mal aufhören, damit hier so ein Quatsch-Munition so viel zu horten, oder? Ah, aber manchmal braucht man sie. Als wir zum Beispiel, ja, da sind wir auch tagelang rumgerannt und haben Munition gesucht, eben für die Aufgabe, die wir jetzt auch haben gerade. Die wir jetzt auch machen im Moment.
Ja, deswegen, man kann ja ruhig was reinschmeißen. Immer auf die hohe Kante legen, natürlich. So. Da die Aufgabe, die wir jetzt machen, also die Novizin der Mysterien. Was war denn da? Wir hatten einmal... Sollten wir nach Sugar Grove oder was das war? Ja, Sugar Grove, ne? Plan ist hier. Sugar Grove, ganz genau. Da sollten wir hin. Dann hat das nicht geklappt, dann hat es nochmal nicht geklappt. Dann hatten wir keine Munition mehr und wir konnten tagelang rumrennen. Deswegen sollten wir doch... Klar, Munition sollten wir in der Kiste immer haben. Brauchen wir nur hin, zack, um das zu holen. Weil irgendwann hatten wir mal Hunger und nichts zu essen. Boah, was für eine Suche. Ja gut, Helvetia. Helvetia, da findet man alles. Gut, wir sind am Ende der Folge, sehe ich gerade. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.